Hallo und herzlich willkommen zurück zu Get On Board. Heute mit der zweiten Top 13 Weihnachtsgeschenkeliste. Diesmal für Vielspieler und Leute wie ich zum Beispiel auch und ihr vielleicht auch viele da draußen. Weihnachtsgeschenke für Leute, die eigentlich schon alles haben. Also Spieler, die sich das Neueste immer selber kaufen. Leute, die schon eh alles im Regal stehen haben. Schauen wir heute mal, ob wir für die trotzdem nicht noch was finden. Ich habe schon angedeutet, ich gehöre auch dazu, zu solchen Leuten, die sich das Neueste immer direkt selber kaufen, ganz viele Spiele im Regal stehen haben. Für die ist es natürlich schwierig, überhaupt was zu finden. Und klar, ich kann nicht wissen, was eure Lieben im Regal stehen haben, aber ich hoffe, dass bei den 13 Spielen heute und morgen, wir fangen heute mit 6 an, die unter 25 Euro zu Buche schlagen, was dabei ist, was sie nicht haben, aber die Chance ist relativ groß. Es sind deswegen aber auch nicht immer die neuesten Sachen, weil da natürlich die Chance besteht, dass sich solche Leute das eben direkt selber gekauft haben, sondern vielleicht manchmal Sachen, die unterm Radar verschwunden sind. Ein paar Honorable Mentions würde ich gerne noch dazu packen. Ich muss sagen, dass mir dieser Teil der Liste 6 Spiele unter 25 Euro mit Abstand am schwersten gefallen ist. Es gibt nicht so viele Kenner-Experten-Spiele, die so günstig sind. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der Liste. Aber eine Sache, die es nicht auf die Liste geschafft hat, weil es einfach so viele Sachen davon gibt, manchmal dann auch sogar über die 25-Euro-Hürde springt, sind Upgrade-Kits und Spieleeinsätze für Spiele. Also wenn ihr wisst, dass einer eurer Lieben zum Beispiel ein Spiel sehr, sehr gerne mag, aber so ein eigens gemachter Holzeinsatz oder so ein Schaumgummieinsatz für eins seiner Lieblingsspiele, die kosten so meistens zwischen 20 und 50 Euro, je nachdem wie groß das Spiel ist, je nachdem wie viel Masse an Produkt dann in diesem Einsatz dabei ist, wo ihr das Spiel dann besser sortieren könnt, wo ihr die Sachen dann besser verstauen könnt, wo dann auch das Setup deutlich schneller geht. Ein super Beispiel ist zum Beispiel Scythe oder die Schlösser des König Ludwig, wo der Aufbau sonst einfach wirklich 10, 15 Minuten dauert und mit dem Einsatz um die Hälfte reduziert wird. Aber auch Upgrade-Kits, also zum Beispiel, viele haben mich auch schon gefragt, woher diese Mais und Holz und Steinmarker von Tolkien zum Beispiel sind. Habe ich euch unter dem Video auch noch ein paar Links dagelassen, wenn ihr da mal forschen wollt für eure Lieben. Und wenn ihr eben wisst, was für Spiele die oder derjenige wirklich mag, dann ist da mit Sicherheit was dabei, was ihr finden könnt. Ein schönes Upgrade für die, wo sie sich bestimmt drüber freuen würden. Also ich würde es auf jeden Fall. Und es macht auch einfach Sinn, bei vielen Spielen sowas dazu zu packen. Manchmal ist man vielleicht dann eben ein bisschen zu geizig, sich selber für sowas Geld auszugeben, obwohl man es gerne möchte, weil es vielleicht als unnütze Anschaffung angesehen wird und man sich erst freut, wenn man es dann wirklich ausgepackt hat und die ganzen Spielesachen wieder darin verstaut hat, wie schön sowas ist. Damit kommen wir aber zur Nummer 6 heute. Das erste Spiel unter 25 Euro. Und das ist eine Spieleserie, die wahrscheinlich auch schon jeder mal gespielt hat. Aber es gibt so viele Teile davon, dass vielleicht hoffentlich ein Teil dabei ist, den eure Lieben noch nicht gespielt haben. Die Rede ist von der Exit-Serie. Eine Escape-Room-Serie, wo ein Spiel so mit 12 bis 15 Euro zu Buche schlägt. Das heißt, wenn ihr sie günstig bekommt, bekommt ihr sogar 2 für den Preis von unter 25 Euro. Da sind sehr, sehr viele verschiedene Abstufungen dabei. Es gibt welche mit Einsteiger-Level, wo jeder mitspielen kann, die ganze Familie. Fortgeschrittenen, da kann auch die ganze Familie mitspielen, aber das ist schon ein bisschen kniffliger. Und die Profi-Sachen, ganz vorne bei mir dabei, sind die Känguru-Chroniken, wobei ich glaube, das ist eine fortgeschrittene, und der Mord im Orient Express, der ist fantastisch. Die brauchen dann so zwischen 45 Minuten und 2 Stunden, je nachdem, welches ihr kauft, je nachdem, wie viel Story da drin ist, je nachdem, wie viele Rätsel da drin sind und natürlich auch, wie schnell ihr die lösen könnt. Aber das ist was ich unterm Tannenbaum oder generell bei so Familienfesten oder bei besonderen Anlässen immer gerne gemacht habe. Irgendein Event veranstaltet und wenn dann noch ein Spiel im Mittelpunkt steht, umso cooler. Ist natürlich für 12 bis 15 Euro und dann einmal 45 bis 90 Minuten, 2 Stunden Spaß zu haben, ist für manche vielleicht das nicht wert. Aber wenn ihr ins Kino geht sofort, dann ist es viel teurer. Und ich finde, diese Dinge sind definitiv wert. Musste häufig durch die Puzzle und Rätsel da drin und wirklich lachen. Da ist häufig sehr viel Humor dabei. Manchmal wird auch wirklich eine schöne Geschichte erzählt, gerade bei dem Känguru-Teil und beim Mord im Orient Express-Teil. Da müsst ihr selber den Mörder finden. Das ist wirklich schon faszinierend und auch wie wenig sich die Teile wiederholen. Also da finden Inka und Markus Brandt und Ralf Querfurt und andere Gastautoren, die bei der Reihe manchmal mitmachen, immer noch neue Mittel und Wege, die Rätsler zu verblüffen. Sehr coole Reihe, Exit, meine Nummer 6. Ich hoffe, da ist was dabei. Ihr müsst ja vielleicht ein bisschen vorfühlen, welchen Teil haben die Leute schon gespielt, welchen nicht. Aber ich glaube, das ist ein cooler Tipp. Dann auf Nummer 5, ein Spiel, was mich überrascht, dass es so günstig ist momentan. Ich habe es für glatt 25 Euro gesehen und ihr solltet vielleicht mal bei brettspielangebote.de vorbeigucken, habe ich auch unter dem Video verlinkt, wie viel die Spiele momentan kosten. Das waren natürlich Preise, die ich jetzt letzte Woche rausgesucht habe. Das Spiel, von dem ich jetzt rede, ist Quadrupolis, ein Stadtbauspiel, was
ich würde sagen, Familienspiel plus plus ist. Also wenn ihr Leute dabei habt in eurer Familie, die schon mal häufiger gespielt haben, dann können die da auch mitmachen, aber es ist schon durchaus komplexer als jetzt Sachen, die auf den letzten beiden Listen, auf der letzten Top 13 Liste dabei waren, wo es um Familienspiele ging. Ihr probiert bei euch eine eigene Stadt aufzubauen, also jeder Spieler baut seine eigene Stadt auf. Ich glaube, zwischen 2 und 4 Spieler können mitmachen und ihr müsst dafür Architekten anheuern und diese Architekten geben euch Plättchen aus einem Tableau, was in der Mitte liegt. Aber wenn ihr einen Architekten da hinlegt, der hat eine Zahl drauf und ihr müsst den quasi, das ist wie so ein Pfeil und den müsst ihr vor dieses Raster in der Mitte legen und wenn er zum Beispiel eine 2 hat, dann müsst ihr eben das zweite Plättchen aus der betreffenden Reihe oder Spalte nehmen. Manche Reihen sind dann auch manchmal vom sogenannten Bürgermeister gesperrt. Ihr wisst wahrscheinlich ganz genau, welche Plättchen wollt ihr in eurer Stadt auslegen gerade, aber ob ihr die bekommt und mit welchem der Architekten bekommt ihr die. Die Architekten sind auch begrenzt, das heißt, manchmal gibt es keine Architekten mit der Zahl mehr, die ihr wollt. Und der weitere Kniff an der Sache ist, dass der Architekt nicht nur bestimmt, welches Plättchen ihr nimmt, sondern auch wo in eurer Stadt ihr das Plättchen auslegt. Also ist auch sehr puzzlig. Es ist ein typisches Stadtbauspiel, weil verschiedene Gebäudearten geben für verschiedene Sachen Punkte. Dann gibt es dann irgendwie Sachen, die am Meer liegen müssen oder nebeneinander liegen müssen. Andere Gebäude geben Verschmutzung und geben anderen Gebäuden im Umkreis Minuspunkte. Dann gibt es auch Hochhäuser, die ihr stapeln könnt. Es werden immer mehr Miepel in die Stadt gezogen. Das heißt, ihr habt diese sehr, sehr coolen, durchsichtigen Miepel, die nach und nach eure Stadt bevölkern. Und so ein Spiel dauert zwischen 45 und, ich würde sagen, 75 Minuten, manchmal so knapp über 1 Stunde, je nachdem, mit wie vielen Leuten man spielt. Und je nachdem auch, ob man die Einsteiger-Variante spielt, die ein bisschen weniger komplex ist, die nur 4 Runden dauert, oder die Experten-Variante, die auf einer größeren Stadt stattfindet, also wo ihr mehr Plättchen dann in eurer Stadt platziert, die dann 5 Runden dauert, macht beides sehr viel Spaß und ist nicht so, dass ich dann sage, okay, die Einsteiger-Variante würde ich nie wieder spielen. Beides definitiv seine Daseinsberechtigung und, wie gesagt, für 25 Euro wirklich ein Schnäppchen. Meine Nummer 5 heute Quadropolis. Und apropos Schnäppchen, bei Nummer 4 war ich fast genauso, wenn nicht sogar vielleicht mehr, begeistert, dass ich das für 25 Euro online gesehen habe. Die Rede ist von Nussfjord. Das ist eins der neuesten Uwe Rosenberg-Spiele, wenn man mal diese ganzen Puzzle-Spiele außen vor lässt. Uwe Rosenberg, ja ein sehr begnadeter Designer, unter anderem Le Havre, Agricola, ganz viele Sachen, die der gemacht hat, die ihr bestimmt auch kennt, wo die Leute, die ihr beschenken wollt oder wenn ihr euch das selber beschenken wollt, die ihr mit Sicherheit schon mal gespielt habt. Und der hat in letzter Zeit ganz viele von diesen kleineren Puzzle-Spielen rausgebracht. Nova Luna, Spring Meadow und sowas. Und das hier ist eins seiner größeren Spiele, also eher Richtung Agricola als Richtung Puzzle-Spiel. Und es ist aber ein Spiel, was bei vielen Leuten, glaube ich, nicht so gezündet hat oder die Leute wissen zwar, dass es rausgekommen ist, aber ich glaube nicht, dass sie so viel in ihrer Sammlung haben. Was schade ist, weil das Spiel ist wirklich gut. Es ist ein Worker-Placement-Handelsspiel, wo ihr in so einer Hafenstadt probiert, mit Fischen um die Runden zu kommen. Also Fische sind die Währung in dem Spiel. Ihr probiert die Ältesten im Dorf, die euch Spezialfähigkeiten geben, mit den Fischen anzuwerben. Teilweise sind die Fische aber auch Gemeingut. Das heißt, jeder hat auf die gleichen Fische Zugriff. Und ihr müsst genau gucken und abschätzen, zu welchem Zeitpunkt stellt ihr eure Fische der Allgemeinheit zur Verfügung, dass nicht die ganzen Gegner eure Fische ausgeben, sondern ihr die auch noch zu einem Zweck verbrauchen könnt, den ihr gerne hättet. Ihr könnt sehr viele Gebäude bauen, es sind ganz, ganz viele Karten dabei, also ihr werdet auch nie in einer Runde alle Karten sehen. Auch gibt es schon ein paar Upgrade-Sets, die es ja beispielsweise bei Agricola auch schon gab, wo dann noch mehr Gebäude reinkommen, aber die, die in der Grundbox sind, sind schon mehr als genügend. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das ist definitiv für jeden was, aber für Leute, die so ökonomische Spiele mögen, die Uwe Rosenberg-Spiele mögen, die werden daran gefallen finden, bin ich mir ziemlich sicher, weil es steht Agricola und den anderen Teilen in nicht so viel nach und es ist ein Tick kürzer und nicht ganz so komplex wie jetzt Caverna oder Agricola, finde ich. Also meine Nummer 4 heute, Nussfjord. Nummer 3 ist kein Spiel, sondern die Erweiterung zu einem Spiel. Und logisch, bei unter 25 Euro kommen nicht nur Spiele in Frage, aber eine schöne Erweiterung ist ja auch mal was Schönes. Und die Rede ist von Heaven and Ale, der Bierkutscher. Ist eine sehr schöne Erweiterung, sie ist auch mittlerweile ein bisschen im Preis gesunken. Sie für 23 Euro kann man sie bekommen. Wo ihr, wer Heaven and Ale kennt, das ist ein Rondellspiel, wo ihr eben um so ein Rondell die ganze Zeit lauft, jede Runde. Und ihr könnt so weit nach vorne springen, wie ihr möchtet, aber auf dem Rondell nicht mehr zurückgehen. Und ihr probiert bestimmte Anbaugüter in euer Reich zu bauen, mit dem ihr dann im Endeffekt Bier braut. Wobei das Thema ziemlich aufgesetzt ist, jetzt nicht super gut durchkommt, aber mit der Erweiterung noch ein bisschen besser. Ihr müsst nämlich Bierfässer in verschiedene Ortschaften liefern. Es gibt noch mehr Anreize, auf diesem Tableau, auf diesem Rondell weiter nach vorne zu springen, weil da eventuell Zutaten sind oder weitere Bierfässer sind. Das heißt, es gibt viel mehr Sachen, die noch gleichzeitig zu behandeln sind. Ist eine sehr, sehr schöne Erweiterung, die auch mit neuen Spielern, die
das Spiel noch nicht gespielt haben, direkt mit reingenommen werden. Kann es jetzt nicht, dass das Spiel viel komplizierter wird, ist aber eine schöne Erweiterung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die auch auf dem Tisch nochmal ein bisschen was hermacht und, wie gesagt, das Spiel nochmal einen Tick thematischer macht. Heaven and Hell sowieso schon ein klasse Spiel, was vor ein paar Jahren auch ja zum Kennerspiel des Jahres nominiert war und was Kenner- und Expertenspielern durchaus gefällt, glaube ich, weil sehr, sehr wenig Glück dabei ist und man genau gucken muss, welche Sachen pflanze ich jetzt wirklich an, wofür kassiere ich Geld, wofür kassiere ich Punkte, um nachher nämlich in so einem ziemlich einzigartigen Punktemechanismus am besten dazustehen, wo was man am wenigsten angebaut hat und wovon man am wenigsten Punkte hat, das ist wahrscheinlich das Endergebnis an Punkten, wo noch ein Multiplikator dazukommt. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, ist auch das erste Mal ein bisschen verwundernswert, wo man dann denkt, okay, das ist jetzt mein Endpunktwert, ja, aber macht ein bisschen süchtig und ist faszinierend. Deswegen die Erweiterung zu Heaven and Hell, Dear Birkutscher, meine Nummer 3. Nummer 2 ist meiner Nummer 6 nicht unähnlich, ist ein weiteres von diesen Escape Room Spielen. Die Rede ist von Escape Tales The Awakening. Kam bei Cosmos raus, kostet knapp 19 Euro, also unter 20 Euro. Der Unterschied zu der Exit-Spielreihe ist, dass ihr hier viel, viel mehr in einer Box habt. Also es ist nicht in 45 bis 90 Minuten gespielt, sondern nach 90 Minuten ist vielleicht ein Teil erst gespielt. Ihr könnt das Spiel jederzeit speichern, also ihr könnt Sachen quasi einpacken, die Karten in einen bestimmten Beutel tun und wisst dann, wenn ihr wieder anfangt, wo wart ihr gerade. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Rätsel in dem Spiel und der weitere große Unterschied ist, dass es eine wirkliche Geschichte schreibt. Also in dem Teil, in The Awakening, geht es darum, dass eure Tochter ins Koma gefallen ist und ihr müsst rausfinden, was ist da passiert. Ihr wisst vielleicht nicht mehr genau alles, müsst euch in verschiedene Erinnerungen begeben. Ist ein bisschen so ein spooky, mysteriöses Thema, aber die Geschichte ist sehr, sehr gut geschrieben und ihr entscheidet durch die Rätsel, die ihr löst und die Entscheidung, die ihr trefft, was passiert jetzt? Es gibt verschiedene Enden. Manchmal so ein bisschen das Gefühl wie bei so einem früheren Adventure-Buch, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt lese ich lieber auf Seite 25 weiter als auf Seite 18 und dann gucke ich mal, was passiert. Wo ihr vielleicht auch nicht das beste Ende dann für euch bekommt. Aber ihr könnt es auch mehrmals spielen. Und wir haben damals, um das komplett durchzuspielen, so knapp 8 Stunden gebraucht. Ich glaube, wir haben eine 3- und eine 5-Stunden-Phase eingelegt. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man jetzt denkt, was, 5 Stunden? Es hat sich gar nicht so angefühlt. Es war einfach, wir waren so im Rätsellösen und in der Geschichte drin, dass es so viel Spaß gemacht hat. Aber man kann auch alle 90 Minuten, alle Stunde speichern und dann am anderen Tag weitermachen. Und dafür ist wirklich sehr, sehr viel in der Box. Ich habe gerade den zweiten Teil, Low Memory, bekommen und habe den auch schon angefangen. Der ist deutlich komplexer. Den würde ich auch empfehlen. Der kommt nächstes Jahr raus. Also wenn ihr Escape Tales Awakening schon habt oder eure Lieben, denen ihr es schenken wollt, dann vielleicht einen Gutschein für den nächsten Teil, der nochmal deutlich Komplexität draufsetzt und aber noch mal mehr Umfang hat und auch nur knapp den gleichen Preis hat. Also ich glaube, ich habe es für jetzt $22 hier in den USA bekommen. Also sehr, sehr coole Reihe, wo ich mich sehr freue, dass da hoffentlich noch mehrere Teile kommen. Mit klasse Rätseln, sehr schöner Geschichte und deutlich thematischer. Und deswegen auch schon sehr anders als die Exit-Reihe. Kann ich beides sehr empfehlen. Und damit kommen wir zu meiner heutigen Nummer 1. Die Rede ist von Deus. Und da würde ich sagen, für 15 Euro, habe ich das gesehen, gibt es momentan, da muss sich das eigentlich fast jeder kaufen. Deus ist ein Zivilisationsspiel, aber vor allem ein Kartenmanagementspiel. Wenn ihr dran seid, legt ihr entweder Karten aus oder legt Karten auf den Ablagestapel, um euch weitere Karten zu ziehen. Also die Runden sind sehr schnell, die Züge der Spieler sind sehr schnell, das heißt, jeder ist wieder schnell dran, jeder ist auch immer involviert, weil ihr probiert auf einem zentralen Spielfeld die besten Gebiete und Areale zu erobern. Die Karten haben verschiedene Farben, ich glaube 5 an der Zahl, und das richtig coole und clever durchdachte an dem Spiel ist, dass wenn ihr eine Karte auslegt, zum Beispiel eine blaue Karte, alle anderen blauen Karten, die ihr vorher schon ausgespielt habt, nochmal aktiviert. Also ihr seid schon versucht, mehrere Karten der gleichen Farbe auszuspielen und nach vor euch auslegen zu haben, weil die eben dann immer wieder aktiviert werden. Aber die richtig guten Karten, das sind solide Karten, die Tempel bauen, die richtig viele Punkte am Ende bringen, da müsst ihr von jeder Farbe eine Karte gebaut haben. Also beides, sowohl viele Karten von einer Farbe als auch von jeder Art Karte, mal welche auslegen zu haben, also ein Set aufzubauen, gibt viele Punkte und werdet ihr ermutigt zu machen. Manche Karten lassen euch eher Häuser bauen, manche Karten lassen euch mit militärischen Sachen voranschreiten. Ist jetzt nicht, dass da dauernd gekämpft wird, aber es ist ein bisschen so ein Gebietskontrollspiel, wo ihr probiert, bestimmte Gebiete zu umkreisen, um Dörfer auf dem zentralen Spielfeld die Punkte wegzunehmen. Und es ist auch kein Spiel, wo ihr jetzt 100 Punkte bekommt, sondern an Punkte ist nicht so einfach zu kommen, was es ein bisschen spannender auch noch macht, wo ihr denkt, ah, okay, ich habe jetzt 3-4 Punkte dadurch bekommen, das war schon ein großer Zug, aber mein Gegner hier, der wird jetzt wahrscheinlich auf der Karte ein bisschen voranschreiten. Ich probiere ihn mit einer meiner militärischen Einheiten oder einem meiner Boote ein bisschen zu blockieren.
klasse Spiel, was richtig schön aussieht und dieser Kartenmechanismus ist total eingänglich, also es hat jeder sofort verstanden, aber wie sich das dann so ein bisschen ausspielt, ist schon deutlich komplexer und für 15 Euro, wie gesagt, ist es eigentlich ein Mustkauf und ich hoffe, dass die Leute, die ihr beschenken wollt, das noch nicht in ihrer Sammlung haben. Ein Spiel, was ich definitiv empfehlen kann, wo es auch eine coole Erweiterung zu gibt, wo quasi ein komplettes neues Kartenset mit, ich weiß nicht, 150 weiteren Karten dann dabei ist, wo alle Karten nochmal neue Fähigkeiten bekommen haben und ich glaube, dass generell fast alle Karten unterschiedliche Fähigkeiten oder unterschiedliche Sachen haben, wie sie sich ausspielen. Also super Spiel, kann ich nur empfehlen. Deus, meine Nummer 1 heute. Schaut gerne morgen wieder rein, wenn es dann die 7 Spiele über 25 Euro gibt, teilweise auch wirklich weit über 25 Euro. Da waren ein paar große Boxen dabei. Eine Sache auch, die nur ganz knapp um Haaresbreite nicht die 25 Euro Hürde erreichte, über die ich hier heute gerne schon berichtet hätte. Da müsst ihr euch dann noch bis morgen gedulden. Freue ich mich auf jeden Fall auf diesen zweiten Teil der Top 13 Liste. Der wird auch klasse, glaube ich. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Ansonsten, wenn ich was vergessen habe, Spiele unter 25 Euro, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr den Leuten noch andere Tipps geben wollt oder denkt, ja, das wäre doch eine klare Nummer 1 gewesen. Gerne unter das Video damit. Ansonsten wünsche ich euch eine frohe Vorweihnachtszeit. Frohe Weihnachten, schöne Bescherung und bis zum nächsten Video. Ciao.